Ja, moin moin meine teuflischen Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hier vernünftig hören. Es ist gerade ziemlich windig hier. Ich bin jetzt gerade schön eine entspannte Runde mit dem Hund hier bei uns im kleinen Wald. Da vorne läuft mein kleiner Schatz. Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz jetzt eine winzig kleine Ankündigung machen. Oder das ist Ankündigung. Aber ich werde jetzt gleich zum Verlauf, wie es weitergeht, auf Twitter noch ein kurzes Video starten und das da fertig machen. Was ist los, Schatz? Das ist auf. Ja, da ist er. Da ist der kleine Sammy. Los! Ach, du willst. Ja. Ja, da will er. Er will. Er will. Ja. Na. Sitz. So, mal gucken, ob er das jetzt macht. Sitz. Guten Tag. Pfote. Platz. Komm hoch. High five. Super, Schatz. Ja, läuft wunderbar mit unserem Hund. Ist total gut. Jetzt lauf weiter. Mehr gibt es nicht. Gleich. Lauf. Ja. So ein winzig kleines Q&A quasi. Einfach so mit Fragen, wir sind zwar keine gestellt worden, aber ich mache das jetzt trotzdem einfach mal. Ja. Erstmal so zur Grundperson. Ist ja kein Geheimnis, steht ja auch bei Steam und so. Mein Name ist Daniel. Ich bin am 14.07.89 gespawnt in Essen. Und heißt, ich bin jetzt Level 27. Wohne mittlerweile mit meiner Verlobten und unserem kleinen Schatzi und mittlerweile leider nur noch 3 Meerschweinchen in Duisburg in der ersten eigenen Bude. Ja. Ja, zurzeit ist alles ein bisschen schwierig, weil, wie ja wahrscheinlich der eine oder andere von euch mitgekriegt hat, habe ich jetzt gerade eine Umschulung angefangen zum Industriekaufmann. Und ja, da geht jetzt halt erstmal die meiste Zeit, die ich so habe, hin. Weil das ist ja nur mal wichtig für später und so. Ja, bin ich ganz froh darüber, dass das geklappt hat. Es macht auch tierisch Bock. Gut, ein, zwei Leute sind dabei, ne? Aber das hast du ja überall. Ja. Aber das ist halt so der Grund, warum im Moment nicht so viel kommt. Ich habe jetzt diese Woche komplett Urlaub. Und ist jetzt gerade Montag, hier Karneval, den ganzen Kapp ist da. Habe ich ja eigentlich so viel mit an der Brause. Deswegen gehe ich jetzt noch mal eine feine Runde mit dem Hund. Und kann dann jetzt die nächsten Tage schön noch ganz entspannt aufnehmen. Dann, aber das werde ich gleich alles bei Twitter erzählen. Ja, noch so Eckdaten. Ja, Größe 1,98 Meter. Schade um die 2 cm. Aber ich stoße mir so schon oft genug den Schädel. Ja, man ist halt Gamer, ein bisschen zu schwer, aber das ist ja nicht so wild. Ja, ich müsste nur 2,50 groß sein, dann wird das gehen. Nee, ja, tätowiert bin ich halt auch. Und das ist nicht unbedingt wenig. Ich kann euch ja mal so ein bisschen was zeigen, was ich jetzt, habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet. Aber so ein bisschen was kann ich euch ja jetzt gerne mal zeigen. Ich habe einmal hier auf dem linken Unterarm. Oh, das ist gerade irgendwie so mit der Beleuchtung, das ist ein bisschen kacke. Und auf dem rechten Unterarm so ein altes Mikro und 3 nautische Sterne. Das ist halt, Musik ist für mich halt mein Leben und die Sterne sollen mir halt die Richtung weisen, wo es hingeht. Was kann ich euch denn jetzt noch zeigen? Oberarme nicht, da müsste ich mich jetzt quasi fast für nackig machen, Rücken auch nicht. Kriege ich den linken inneren Arm hin? Muss ich mal eben, oh, Sekunde, hier das Jäckchen beiseite schubsen. Oh. Ich will
hoffen, dass das jetzt hier funktioniert. Weil da habe ich noch so im Watercolor-Style so einen kleinen Glücksbringer. Ja, der soll halt der meiner lieben netten Tätowiererin und mir und meiner Familie Glück bringen. Ach, Alter, ist mein Display gerade verschmiert. Ah, jetzt habe ich wieder Fokus. Cool. Ich könnte euch auch noch meine Waden zeigen. Da habe ich nämlich einmal es flutscht mein Kabel dadurch. Einmal das hier. Das ist ein Bandlogo, das geflügelte Schwert. Ja, von der Band Haudegen, die bedeutet mir ziemlich viel. Eins von den Liedern ist mit daran schuld quasi, dass ich mit meiner Verlobten überhaupt zusammen bin. Und das geflügelte Schwert ist halt bei denen im Lied schon, die Flügel stehen für Freiheit und das Schwert für den ewigen Kampf. Und auf der anderen Wade habe ich dann hier auch noch so im Watercolor-Style ein Hirsch. Ja, das sollte eigentlich auch was anderes werden, aber als ich das dann bei meiner Tätowiererin gesehen habe, habe ich mich da quasi direkt drin verliebt. Und ja, wobei, warte mal, hier ist ja so ein lustigen kleinen Pinönkel. Na, bleibst du da hängen? Dann machen wir das jetzt mal ganz dreist. Sekunde. Nein, Schatz, du jetzt gerade nicht. Sekunde. Machen wir jetzt mal hier auf ganz diskret alles dahin hängen. Ja, Schatz, geh mal suchen. So, was hast du denn eine Fresse? Hey, aus. Dankeschön. So, geh spielen. Da vorne ist dein Ball. So, kann ich es dir jetzt Donner eben zeigen. Ich habe hoffentlich kriege ich das jetzt so hin. Weiß ich noch nicht. Sekunde. Aber ich muss ja gucken, ob man das dann auf dem Handy sieht. Das ist halt mein rechter Oberarm. Da ist einmal der Spruch drauf, Life is a game. Dann drei Würfel, oh, Fokus, geil. Eine schwarze 8 und ein Rollflash. Den ambitionierten Pokerspielern unter euch sollte auffallen, dass dieser Rollflash aber einfach nichts bringt. Weil er halt nicht von einer Farbe ist. Und das ist halt so im Leben, das ist so meine Philosophie. Selbst wenn du denkst, du hast ein richtig gutes Blatt, du kriegst nie das, was du brauchst. Ja. Und einmal mein allererstes Tattoo. Kriegen wir das jetzt hier auch drauf? Ja, hier der Scully mit Hut. So. Dann steht hier noch richtig schön drauf La Familia. Und die Initialen von meiner Mama, von meinem Papa und von meinem Bruder. Das war auch mein allererstes Tattoo. Und ja, ich sag euch gleich, wenn ihr vorhabt, euch tätowieren zu lassen, überlegt es euch verdammt gut. Drauf machen ist überhaupt kein Problem. Aber das wieder wegkriegen. Das hatte ein alter Arbeitskollege von mir. So Jugendsünde, der hätte sich einen Bandnamen selber mit einer Nadel in den Arm gedrückt. Und oh, meinem Hund geht's nicht schnell genug. Er hat Langeweile. Ja, der hat sich das halt selber so quasi in den Arm rein tätowiert und hat es dann nachher bei einem Hautarzt mit Laser wegmachen lassen. Und er sagt, das war nicht unbedingt das Geilste, was er je gemacht hat. Also passt da auf. Ich werde jetzt bestimmt nichts gegen das Tätowieren sagen, auf gar keinen Fall. Weil kann ich ja auch schlecht, ich bin ja selber gut genug tätowiert. Ja, Schatz, wir gehen jetzt weiter. Gut tätowiert. Und das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, macht euch da auf jeden Fall genug Gedanken drüber, weil wenn es einmal drin ist, ist es echt schwierig. Komm, Schatz, wir gehen mal hier lang. Hier waren wir noch gar nicht. Ja, macht euch da auf jeden Fall Gedanken drüber, was ihr wollt. Und ganz ehrlich, klappert auch 2, 3, 4, 5 Tattoo-Studios ab. Und geht nicht unbedingt danach, oh, der ist billig, den nehme ich.
wenn ihr Freunde habt, die tätowiert sind, lasst euch von denen beraten, wo die waren, ob die da zufrieden waren oder nicht. Lasst euch Skizzen und Zeichnungen von denen zeigen. Die meisten haben auch so eine Fotokartei, wo man gucken kann. Ganz ehrlich, lasst euch lieber Zeit und sucht, bevor das nachher Bullshit wird. Ah, hat er den Stock vergessen, ja. Jetzt weiß er wieder nicht, welchen er nehmen will. Ja, vielleicht zeige ich irgendwann auch nochmal auf dem Rücken, aber da komme ich jetzt halt gerade so gar nicht dran. Ja. Das sind jetzt halt so, ne? Grobe Eckdaten und so. Falls ihr doch noch irgendwas wissen wollt, sagt Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Dann beantworte ich euch die Sachen auch noch. Wie gesagt, wurde zwar nicht gefragt nach Q&A, so die Richtung, aber ich hatte da jetzt irgendwie Bock drauf. Jetzt gerade einfach mal die Hunderunde nutzen dafür. Ja, nee, ist klar. Guckt euch das bekloppte Vieh an. Ist ja zum Glück auch gar nicht groß, der Stock, weißt du? Es ist ein Träumchen. Ja. Dann danke ich erstmal für Aufmerksamkeit und so. Und vielleicht sehen wir uns ja gleich auf Twitter noch. Wer weiß, wann ihr das seht. Kann man zur Not auch nochmal nachher gucken. Ja, das war jetzt einfach nur so ganz dezent. Haut da rein. Ciao, ciao.